Zu Tausenden blühen die Kirschbäume gerade in Japan. Viele Touristen kommen in diesen Wochen wegen des Kirschblütenfests. Aber es ist nicht nur die Blütenpracht, die viele Touristen lockt. Es ist auch der niedrige Yen, der Urlaub in Japan gerade günstig macht. Im vergangenen Monat besuchten insgesamt rund 850.000 Urlauber Japan. Und die stammen vor allem aus anderen asiatischen Ländern. Das sind ein Viertel mehr Touristen als noch vor einem Jahr. Das sind sehr gute Zahlen, aber die müssen trotzdem nach oben gehen. Die müssen weiter wachsen. Die Chancen dafür stehen gut. Denn kurzfristig wird die Notenbank ihre Politik des niedrigen Yen wohl weiterverfolgen. Und das könnte in den nächsten Monaten noch mehr Urlauber ins Land bringen, auch wenn die Kirschbäume dann schon wieder verblüht sind.